Mit der Ausstellung Gurlitt eine Bilanz blicken wir zurück auf 8 Jahre Forschung zu einem Bestand, der unter dem Verdacht auf NS-Raubkunst stand und auch heute noch steht. Wegen der großen medialen Aufmerksamkeit, die der Fall Gurlitt ausgelöst hatte, waren mit dem Entscheid, dass das Museum das Erbe annimmt, plötzlich die Augen der Weltöffentlichkeit auf das Kunstmuseum Bern gerichtet. Mit der Annahme des Erbes haben wir eine Abteilung für Provenienzforschung gegründet, die erste in der Schweiz. Und diese Perspektive, Provenienz zur Sammlung mit zu erforschen, ist seitdem Teil unserer Identität geworden. Unsere Strategie war die gründliche Beforschung aller Werke, bei klaren Fällen Restitution, bei unklaren Fällen Verhandlungen mit den Betroffenen, gemeinsame Lösungen finden. In einem spannungsvollen Rundgang zeigen wir, wie wir vorgegangen sind, was wir herausgefunden haben und vor allen Dingen auch, wie es weitergehen wird.